Herr Lechter Brennecke, schön, dass es jetzt mal geklappt hat. Letztes Jahr war es ja nicht dabei bei der Premiere, leider. Aber wieder mal genialer Auftritt, geniale Rolle. Also die Rolle der Zicke, also wirklich par excellence, so wie man es ja sozusagen von den bösen Gerüchten immer von den Reiterhöfen kennt, dieses Elitäre und so. Das ist sozusagen im Endeffekt dieses Feindbild, was du hier verkörperst, jetzt als Gegensatz zu Wendy und diesem Flower Power auf dem Reiterhof. Wie viel Spaß hat es gemacht, jetzt mal wirklich so jetzt so richtig mal, ich sag jetzt mal so hier so die, wenn ich das sagen darf, in Anführungszeichen, die Stallzicke zu spielen? Ja, ist natürlich großartig. Also vor allem in einem Kinderfilm eine böse Figur zu spielen, in die man auch ein bisschen überzeichnen darf, wo man auch ein bisschen draufdrücken darf. Das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, selbstverständlich als Schauspieler. Und gerade, wir haben ja so ein bisschen versucht, wie eine Schlange darzustellen. Das ähnelt ja fast schon, als würde man einen Comic spielen. Das ist großartig. Wie sehr kann man denn da auch von seiner, sage ich mal, von seinem eigenen Ideen was mit einbringen oder wie sehr ist das jetzt festgelegt? Weil ich meine, das war ja im Endeffekt, es passt ja alles zusammen. Das war ja sozusagen noch besser als im ersten Film. Also ich fand, diese Figur wurde noch ein bisschen besser dargestellt. Also wie viel konnte man da jetzt auch so von eigenen Ideen vielleicht mit einbringen? Na, sie hatte jetzt einfach in Teil 2 überhaupt mal Fleisch, dass man überhaupt eine Figur entwickeln konnte. Und das habe ich zusammen gemacht mit dem Regisseur. Da ist der Hanno so, dass er Angebote sehr gern annimmt, Dinge ausprobieren lässt und dann einfach spielfreudig ist mit den Schauspielern zusammen, versucht festzulegen, wie viele Nuancen bringen wir davon rein, wann wird es zu viel, wann geht es doch ein bisschen eben zu sehr in die comichafte Darstellung. Aber das hat sehr, sehr viel Freude gemacht, eben ja, einen extrovertierten Charakter zu entwickeln wie diesen. Wendy hatte ja ganz gute Zuschauerzahlen beim ersten Teil und Larry Hagman als J.R. Ewing hatte ja auch das Problem, dass viele Leute auf der Straße nicht mehr so richtig auseinanderhalten konnten. Ist das jetzt der böse J.R. oder jetzt der Schauspieler Larry Hagman? Gab es auch witzige Situationen vielleicht irgendwie bei dir im Supermarkt, dass vielleicht ein paar Mädels sagten, oh mein Gott, das ist die Böse aus Wendy oder so? Da ich jetzt im ersten Teil nicht so präsent war, ist mir das nicht passiert. Vielleicht jetzt durch Teil 2, wenn man die Figur ein bisschen mehr im Fokus hat. Aber ich spiele ja öfter auch mal böse, auch mal intrigante Frauen. Nicht nur, Gott sei Dank, aber das ist mir jetzt, passiert mir dann nicht zum ersten Mal, dass die Leute, die sind ja eigentlich eher positiv überrascht, wenn sie merken, dass man doch ganz anders ist. Was macht denn den besonderen Reiz aus, wenn man mal für die Kamera mal so richtig böse sein darf? Ich finde es einfach spannender. Also man kann sich noch weiter von sich entfernen und eben eine ganz andere Figur spielen und in Untiefen gehen, die man im normalen Leben niemals austesten könnte. Es ist ein wahnsinniger Freibrief, wie als ob man ein zweites Leben leben dürfte, was man einfach moralisch selbst überhaupt nicht leben würde. Das finde ich toll dran. Und selber, wie sehr, Pferdemädchen? Sehr, ja, von klein auf schon. Also eigentlich seit ich 6 bin. Frauen ja. Und Pferde, warum ist das so eine Freundschaft fürs Leben? Also wenn man so in den Turniersport guckt, sieht man ja eher Männer. Ja, ja. Aber halt eben, wenn du auf die Höfe guckst, hast du eigentlich fast nur Mädels. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist, hat etwas damit zu tun, dass Mädchen einfach sehr gerne betutteln. Ne? Ob sie das mit Puppen machen oder eben mit Pferden. Also sie pflegen sehr gerne Tiere, kümmern sich sehr gerne um Tiere. Dann ist es wahnsinnig gut für ein Selbstbewusstsein, wenn man als kleiner Pimpf schon so ein großes Pferd führen kann und auch nicht die Gewalt drüber hat natürlich, sondern aber damit zurechtkommt und mal eine Einheit bildet. Das ist wahnsinnig schön fürs Selbstbewusstsein und Tiere sind sehr sensibel, Pferde besonders. Pferde achten auf Kinder, die sind sehr vorsichtig mit Kindern. Man kann da einfach unheimlich schöne Erfahrungen machen als junger Mensch. Und wenn man das Lieben lernt, dann kommt man selten davon los. Ich nenne das so ein Virus, der oft in der Kindheit gesetzt wird und dem man dann sein Leben lang nicht mehr los wird. Und gab es vom Dreh noch ein paar nette Anekdoten? Ach, es gibt viele nette Sachen. Ich hätte jetzt nichts Spezielles, aber auf jeden Fall ist das eine tolle Truppe, mit der man eben jetzt schon den zweiten Film gedreht hat. Und egal ob jung oder alt, ich sehe sie alle wahnsinnig gerne wieder. Oder auch mit den Pferden mal vielleicht irgendwas Witziges passiert, weil die ja auch nicht immer das machen, was man gerne irgendwie von ihnen würde. Ich habe ja diesmal leider nicht so viel mit den Pferden zu tun gehabt. Letztes Jahr durfte ich ein bisschen reiten. Dieses Jahr habe ich ja mehr die Szenen mit dem Banker oder
einfach Szenen, die nicht viel mit Tieren zu tun haben. Deswegen kann ich da gar nichts drüber erzählen. Oder die Marmeladenszene, wie oft musst du die gedreht werden? Ja, das war sehr lustig. Das mussten wir schon ein-, zweimal drehen. Natürlich ging es nicht so oft, weil das ja immer wieder hergestellt werden musste. Aber das hat viel Spaß gemacht. Das ist schon sehr lustig. wenn die Teil 3 kommen würde, sofort wieder mit dabei? Ja, natürlich. Der Ehrensache. Okay, super. Ja, danke. Ich glaube, wir sind... Tommy, darf noch? One out of time. Genau. Ja, wenn ich noch eine Frage habe. Ja. Was ich auch immer sehr schön finde, ist halt eben, dass eben in diesen Kinder- und Jugendfilmen eben auch sehr viele Erwachsene-Schauspieler mitspielen und dass die Filme mittlerweile so gut gemacht sind, dass du auch als Erwachsener eben Spaß daran haben kannst und wirklich dann 2 Stunden lang gut unterhalten wirst. Vielleicht dazu mal ein paar Worte über diese neue Qualität eben der jetzt eigentlichen Kinderfilme, die aber eher zu so einem Familienevent geworden sind. Es tut mir leid, da kann ich dir wirklich gar nichts dazu sagen, weil mein Sohn ist jetzt 21 und ich habe wirklich in den letzten Jahren keinen einzigen Kinderfilm mehr angeguckt. Ja. Okay, super. Aber dann vielen herzlichen Dank schon mal.